Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider: The Angel of Darkness. Ja, ich habe das letzte Mal hier festgehangen, weil das einfach nicht klappen wollte. Und ich habe mich mal umgesehen und habe da etwas entdeckt, wenn Lara sich mal richtig hinstellen würde. Und zwar, ach, guck mal da, da ist sowas, so ein Liftmäßiges. Und da hinten ist ja auch noch was. Und Ranken, die da hochführen. Und, ey. Mindestens zwei Leute haben das bestimmt auch in den Kommentaren erwähnt zu der letzten Folge. Kann gut sein, ich nehme es halt schon auf, bevor ich halt, bevor diese Folge online ist. Und dann kann ich, sehe ich das immer erst etwas verspätet. Gut, dann gehe ich mal dorthin, ne? Nachdem Lara ein paar Mal da, meinte, sie müsse sich hangeln, aber dann direkt wieder hochgehen, habe ich es jetzt endlich wieder hier rüber geschafft. Scheiße. Scheiße! 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 Leiter! 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 Nimm diese Leiter, Lara! Nimm sie! Bevor du angeknabbert wirst, nimm doch die Leiter! Nimm sie da! Oh mein Gott! Ja, mach noch langsamer! Genau, ist ja nur so ein komisches Mutantenvieh im Wasser, was sich anknabbern will. Oh Mann, ich dachte, die Leiter ginge da runter. Das war in der Mitte. Ach verdammt, sowas war das. Oh. Oh, ich dachte, das geht nach unten. Warum ist eigentlich die Kamera gerade so scheiße? Jetzt ernsthaft, das hat sich bei mir gerade alles verstellt. Lol, das merke ich jetzt erst. Also ich weiß gerade echt nicht, was los ist. Ich weiß nicht, ob das nur einfach an der Stelle ist, dass die Kamera so blöd ist. Weil wenn das jetzt dauerhaft ist, dass ich die Kamera nicht in ihrem Rücken habe. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe. Absolut nicht. Absolut keine Ahnung. Das hat mich aber gerade voll irritiert und ich hoffe nur, dass es unten an der Stelle lag. Ach, scheinbar. Oh, Gott sei Dank. Also zumindest ist hier jetzt die Kamera wieder anders. Das hat mich mehr als irritiert. Nee, jetzt ist das wieder so. Und sie dreht sich automatisch zu mir hin. Ist nicht normal. Verdammt. 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 Okay, jetzt kommt das zu mir. Doch nicht. Es soll aber in die andere Richtung. Geh in die andere Richtung. Los. Oh, das macht sogar. Warum ist die Kamera so scheiße? Warum? Nein, Lara, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Nein. Guck, die Kamera ist immer nach vorne gerichtet bei ihr. Es ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. In den Einstellungen, ich habe nichts verändert, gar nichts. Okay, so kann ich echt nicht spielen. Definitiv nicht. So, ich habe einfach. Also, es ist wahrscheinlich ein Bug. Ich nehme es mal stark an. Einfach an einer bestimmten Stelle gespeichert, ne? Und dann Spiel ausgemacht oder neu geladen oder keine Ahnung, weil zwischendurch hatte ich das Spiel ja aus. Und das Einzige, was ich geändert hatte, war, dass zwischendurch mein Controller nicht am PC angeschlossen war. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das so eine entsprechende Auswirkung haben soll, angeblich, ne? Also ich nehme mal an, das ist einfach so ein dort speichern und laden hier, das macht dann den Bug. Und ich hoffe, ich stehe richtig. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß, dass ich da nicht stehe. Ich hoffe, der passiert jetzt nicht nochmal, der Bug. Nein, sieht nicht danach aus. Gut. Vielleicht lag es auch mit dem Ausschalten des Spiels zusammen. Jedenfalls bin ich froh, dass ich ein paar Speicherstände ja habe aus dieser Gegend und das war auch schon direkt, als ich hier gestartet habe, habe ich festgestellt, dass ich den Fehler auch schon hatte. Erst bei dem Speicherstand, wo ich unten war und das Rädchen quasi drehe, erst da hatte ich das nicht mehr. So, so kann ich natürlich auch hier rüber gelangen. Gut, dass ich mich nochmal umgesehen habe. Aber es konnte auch einfach nicht sein. Es musste einfach was sein, was ich übersehen hatte. Weil
da, das war einfach so nicht möglich, wie es gegeben war. Ach, dieses komische Vieh unten. Kann ich das betätigen? Ja, ich kann es betätigen. Um die Tür zu öffnen wahrscheinlich, ne? Ja, um diese Tür zu öffnen. Super. Speichern. Gut. Ich habe jetzt natürlich dadurch total die Zeit aus den Augen verloren. Aha, muss ich jetzt nach Gefühl machen. Ach so, den Schalter muss ich betätigen. Ich dachte auch gerade, hey, das letzte Mal war da aber auf der anderen Seite. Wo komme ich jetzt hin? Das sieht alles so, so super, toll, vertrauenserweckend aus. Es ist so, ja, schön. Sieht auch komisch aus mit diesem komischen Punkt da oben. Punkt will ich nicht sagen, aber mir fiel in der Videosequenz etwas erschreckt. Oh ja, klar, jetzt wollen die Pflanzen nicht, dass ich da weiterkomme. Danke, Pflanzen. Sehr lieb von euch. Das merke ich mir. Gibt es hier irgendwo eine Heckenschere oder so? Hauptsache keine Gegner. Ich habe nämlich keinen Bock, wieder auszuweichen. Und ähnliches. Ich speichere einfach mal. Und gucke mich hier gerade mal unten um, wenn ich hier schon mal bin. Ach, guck mal, da liegt sogar was. Ehrlich gesagt, wenn ich diese Abflussrohre sehe, dann kann ja nur was Tolles bei rauskommen, oder? Was muss ich machen, damit diese kleine böse Pflanze ihre Griffe von der Tür lässt? Ich gehe mal hier oben gucken. Das ist gerade das Einzige, was ich noch mitmachen kann. Hier ist ein Hebel. Verschiedene Teile zum Drehen. Kann ich mir die angucken? Ja, ich kann da gucken. Ah, oh, sowas mache ich gerne. Schränke durchwühlen. Auch wenn nichts drin ist. Hier wenigstens. Irgendwas Brauchbares. Nein, natürlich nicht. Warum ist hier so ein kleiner Balkon, sag ich mal? Liegt ja noch nicht mal was. Warte. Kann ich da hochkommen? Dass der vielleicht dafür da ist? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. So, okay. Irgendwie sind das mehrere Sachen. Ach so, vielleicht sollte ich's. Lara, weißt du, ich mach zurück. Oh, ich lauf nach vorne. Nein, Lara. Lara, ich hab doch. Oh, Mann. Hör auf, deinen provisorischen Schritt nach vorne zu machen, beziehungsweise da überhaupt drüber zu gehen. Warte, nein, ich schieb es in die andere Richtung. Weil das mit den roten Dingern, was da so dezent verdeckt wird, sieht mir irgendwie aus, als wäre das das Richtige. So nach dem Motto, ah, ja. Erstens, weil es verdeckt war. Zweitens, weil es rote Striche beinhaltet. Und drittens, einfach so. Nein, das heißt für mich, dadurch geht die Pflanze weg. Heißt für mich so. Okay, das ist dieses erste Symbol. Das zweite. Und das vierte. Das da? Oder muss ich erst noch einen Hebel betätigen? Den da. Kann ich gar nicht betätigen. Okay. Einmal das. Dann das zweite. Und das vierte. Man kann natürlich auch alle möglichen Varianten durchmachen, aber wenn da schon eins dezent verdeckt wird, ich glaube, dann ist das das, das, was mir hilft.
ich glaube, ich lag richtig. Ist aber auch nur so eine grobe Vermutung meinerseits. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe immer noch Angst, dass aus den Rohren irgendwas kommt. Das sieht mir dezent nach einem etwas größeren Bereich aus. Mit vielen bewaffneten Leuten, an die ich mich ganz bestimmt nicht heranschleichen werde, weil heranschleichen bin ich eh blöd. Diese Teile sahen sehr gefährlich aus. Und da oben war auch noch ein Typ, bei dem man das gesehen hat, dass die anscheinend gefährlich sind. Der anscheinend eine Schlüsselkarte bei sich hat. Oh, ich hab das Laute. Das Laute wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das Leise. Aber ich weiß mittlerweile, wie ich das dieses Menü schon mal aufrufe. Das habe ich zufälligerweise herausgefunden. Was habe ich? Eine Karte. Das grüne Wasser sieht auch sehr interessant aus. Da kann ich da hoch scheinbar. Alles so, yummy. Yummy und komplett gesund aus. Ich gehe einfach mal rein und gucke, ob das wirklich so gesund ist. Also mir passiert nichts. Also es wird kein Leben abgezogen. Das ist ja dann schon mal etwas, ne? Ich nehme auch an, das ist eher so dieses, so ein Auffangbecken für den Fall, dass ich runterfalle. Das Ganze ging ja doch ziemlich nach oben. Okay, gut. Dann habe ich das auch schon mal erkundet. Kann mich jetzt noch weiter umsehen. Weil hier zum Beispiel in der Richtung habe ich mich überhaupt noch nicht umgesehen. Eine total verschlossene Tür. Oder zugewachsene Tür eher. Okay. Dann gibt es wirklich nur diese eine Möglichkeit. Wenn ich mich nicht irre. Und zwar diesen Weg hier. Mit der Tür Dings da. Ich hätte auch wieder durch diesen Garten, sag ich mal, gehen können. Aber naja. Habe ich jetzt nicht gemacht. War mir nicht so danach. Ah. Den habe ich schon mal. Ich brauche also drei Stück, um hier weiterzukommen. Okay. Da muss ich also irgendwie hochkommen. So, Kamera gucken. Hier sieht das eher weniger erfolgreich aus. Ich gehe mal in die Richtung. Das sind nur solche Steinmauern. Ach, da ist eine Leiter. Ich habe die gar nicht gesehen noch. Ich habe diese Leiter nicht gesehen. Es tut mir leid, es passiert. Ich habe dort aber auch gar nicht geguckt gehabt, glaube ich. Okay, da sehe ich nichts. Und da sehe ich auch niemanden. Nein, Lara, was soll das? Geh wieder nach oben. Mal gucken. Da kann ich bestimmt drüber springen, obwohl das sieht sehr, sehr, sehr knapp aus.
geht lieber auf der anderen Seite die Treppe hoch. Das sieht mir weniger gefährlich aus. Okay, da hinten ist noch ein Typ und da ist noch ein Typ und irgendwo ist dieser andere Typ, der tot ist. Wahrscheinlich dort hinten irgendwo, bei Pflanzen war das auf jeden Fall. Oder dort oben wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja, ra, 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 ra. Gut, da muss ich auf jeden Fall hochklettern, das weiß ich schon mal, das habe ich jetzt schon mal gesehen. Okay, da kann ich noch nichts machen, das ist wahrscheinlich eher so ein, wie so ein Rückweg, nehme ich mal an. Das ist fies. Sie springt in dem Teil aus dem Stand viel weiter, als es früher der Fall war. So, und von hier aus mache ich dann was? Dort oben ran. Okay, das ist Speichern. Oh, puh, komm hoch mit dir. Okay, hier geht's aber noch um die Ecke, kann das sein? Nee, doch nicht. Ja, ist nur eine Ecke halt. Ziel nicht auf ihn. Der Typ da This drüben. ledge looks too far. I don't think I'll make it yet. Okay, sie glaubt nicht, dass sie es jetzt schon schafft. Aber sie schafft es auf jeden Fall, den Typen da liebevoll zu begrüßen. Ja, hat doch wunderbar funktioniert mit dem liebevoll begrüßen. Hast du irgendwas? Nein. Ah, guck mal, da liegt drüben liegt ein Medipack. Dann kann ich hier schon mal das Türchen aufmachen. Ist mein Rückweg schon mal gesichert. Dann kann ich mich hier noch weiter umsehen. Das andere war ihr ja zu weit. Das schafft sie jetzt noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was gemacht werden muss. Also was passieren wird, damit sie es dann schafft. Das wird sie ja wohl hinkriegen. Den Sprung. Warte mal, ich speichere mal. Ja, das kriegt sie hin. My strength has increased. Maybe now I can make it across that ledge. Ach, jetzt auf einmal kannst du wahrscheinlich dort hinüber. Gut, weil hier geht nämlich nirgendwo ein Weg weiter. Oh ja, jetzt springt sie auch viel weiter, oder bin ich einfach besser abgesprungen? Das dem noch nicht so ganz. Aber ich finde das ganz cool, dass sie halt Stück für Stück stärker wird. Das macht sie mich realistischer, weil man kann nicht erwarten, dass jemand das auf Anhieb so super toll alles hinkriegt, wie Lara es immer bekommt. Entschuldigung für meinen minimal schrillen Schrei. Okay, da kann ich auf jeden Fall darunter. Auf alle Fälle. Und den Typen ausnocken. Beziehungsweise keine Ahnung, was da noch machen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Gucke kurz mal nach unten. Ah, okay, das ist die Ecke. Ich habe es mir schon gedacht. Jetzt komme ich doch dorthin, ja, genau, da, wo ich an der Seite hochhangeln kann. Also an den Pflanzen hochklettern kann. Ach, da ist auch noch was verdeckt. Oh ja, okay. Kann ich mitleben.
Pflanze, Hangeln, egal was. Ich kann damit leben. Hauptsache, ich komme hier hoch.